Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Subnautica. Im letzten Part haben wir das Alien-Ding etwas weiter erforscht und festgestellt, joa, keine Ahnung, was da los ist, aber wir sind offensichtlich infiziert und nicht rein genug, um den Apparat auszuschalten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wie wir uns reinigen. Boah, das werden wir dann noch finden. Jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Titan, denn es ist mal wieder an der Zeit, ein paar Spinde zu bauen. Ihr seht ja, wir haben offensichtlich viel zu wenig davon, also Spinde müssen schon sein und deswegen lasst uns mal eben unseren Konstruktor hier rausholen. Oh, klingt auch ein bisschen falsch. So, ich will konstrukturieren. Zack, genau. Und zwar Spinde. Wir können auch so einen Wandspind oder gibt es den Großspind? Aber ich glaube, da brauchen wir erstmal einen Raum. Wir machen ja erstmal weiter mit Wandspinden. Hier ist ja noch Platz, ne? Meine Spindwand ist noch nicht vollständig vollgespintet. Und solange das noch geht, würde ich sagen, immer weiter Spinde ran klatschen, ne? Warum nicht? Warum nicht? Ich finde zwar nichts mehr wieder, aber ey, der Mann braucht Platz hier, ja? So, schön machst du das. Soll auch erstmal reichen, nicht zu viel. Dann nehmen wir gleich den ganz hinten und nennen den mal Alien-Kram. So, da kommt dann der ganze Alien-Schmock erstmal rein. Unsere Energiewürfel, wo wir noch nicht wissen, wofür wir sie brauchen, aber es ist nett, dass sie da sind. Und in unseren Titanspind hauen wir das Titanzeug wieder rein. Und in unseren Werkzeugspind hauen wir unseren Konstruktor erstmal wieder rein. Den brauchen wir jetzt aktuell erstmal nicht mehr. Okidoki. Dann können wir hier auch mal das Heilkit reinpacken. Uns selbst eben kurz ranmachen, hinten aus dem Teil das neue Heilkit zu holen. Ich muss mal so ein bisschen immer mir das Heilkit da rausholen, was produziert wird. Ich verstehe gar nicht, warum wir das da nicht rausbauen können, aber es geht nicht. Wir müssen uns wirklich ein eigenes, neues Heilungsmachkit bauen. So. Nur, dass wir da hin und wieder mal dran denken, weil das die aktuelle ist, das ist die einzige Quelle, um an Heilungskits ranzukommen. So, dann wieder hier rein. Eben kurz geschaut. Also das, jetzt werden wir erstmal hier diese Nachricht abhören. Playing partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Jetzt fühle ich mich unangenehm, muss ich sagen. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so wohl. Also, ich glaube, unsere Alien-Leute haben festgestellt, dass hier irgendjemand ist und machen sich nun auf den Weg. Ist das nicht schön? Okay. Oh, scheiße. Na gut, okay. Wir gucken jetzt erstmal. Wir brauchen noch so ein Heilmach. Teil. Behandelt, ne, guck mal, wir können auch Medikits einfach so herstellen. Wo ist denn dieser Generator? Ich will den Medikit-Generator. Wo war der Medikit-Generator? Ach ne, warte, das machen wir über das Bauwerkzeug, ne? Moment. Das ist ja mal scheiße gelaufen. Und schon brauche ich doch wieder den Reparierungstool. Okay. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Forcergewebe, Silbererze und Computerchip. Wie kriege ich denn einen Computerchip? Computerchip. Tischkoralle, Gold, Kupferdraht. Kupferdraht, zweimal Kupfererz. Fangen wir damit an. Wir brauchen zweimal Kupfererz. Da, Kupfererz. Eins, zweimal. Damit können wir uns dann jetzt erstmal den Draht basteln. So, gönn dir mal. Dann brauchen wir weiter für den Computerchip Gold und Tischkoralle zweimal. Koralle. Eins, zwei. Und Gold. Fasergewebe, Seemotte, Lithium, Silbererz. Battery, Blei, Gold. Einmal Gold. So.
Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mir angeguckt habe, aber es war offensichtlich nicht der Medikit. Achso, nee, warte doch, ich muss erstmal den Computerchip herstellen. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Computerchip. So. Okay. Computerchip ist hergestellt. Dann brauchen wir Fasergewebe, Silbererz, Titan. Fasergewebe, Silbererz. Einmal. Fasergewebe. Einmal. Und Titan. Nee. Einmal. Wo ist das dann jetzt? Jawoll, Medikit Fabrikator. Perfekt. Wie sagen, packen wir gleich daneben, dann sehen wir es immer, wenn dann neues Medikit entstanden ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, haben wir das. Dann blinkt das immer noch. Nö. Oh, jetzt kriege ich aber ein unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Also ich weiß ja nicht, wie diese Agents aussehen. Vielleicht, gut, vielleicht kommen die ja auch nicht. Vielleicht kommen die ja auch einfach nicht. Who knows? Who knows? Okay. So, weiter geht's. Dann brauchen wir das Kreislauftauschgerät. Dafür brauchen wir zunächst einmal Fasergewebe. Haben wir da. In so einem ordentlichen Haushalt, ne? Findest ja alles. Fasergewebe und was war's dann noch? So. Und Kabelsatz. Für einen Kabelsatz, was brauchen wir dafür? Er war ein normaler Kabelsatz. Silbererz, zweimal. Oha. Upala, Silbererz. Oh, langsam wird das eng. Silbererz, zweimal. So, einmal hier den Kabelsatz. Und dann das Kreislauftauschgerät. Ja, also, jetzt können wir in den tieferen Tiefen etwas tiefer tauchen. Das heißt, das Ding kann weg. Das können wir hier unter Zeug packen. Da hier, tschüss, ne? Braucht jetzt erstmal keiner mehr. Oh, was ist hier denn noch so drin? Silikongummi. Also, falls wir mal Silikongummi brauchen, haben wir da. Okay, so. Dann packen wir mal hier das Konstruktor-Ding weg. Kann man ja nur verlieren. Und nehmen noch zweimal Wasser mit. Und dann ist es jetzt ekelhaft dunkel. Was bedeutet, ich will im Dunkeln noch nicht zur Aurora gehen. Dann sammeln wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen von den Wasserfischen. Wenn die denn im Dunkeln unterwegs sind. Ich weiß es gar nicht. Ich möchte ungern die Aurora im Dunkeln angehen. Vor allen Dingen jetzt, wo irgendwelche Aliens kommen. Und uns wahrscheinlich bald töten werden. Alter, ihr wisst, dass ich ab jetzt nur noch nervös sein werde, ne? Was ne Scheiße. Ah, im Dunkeln kann man die. Oh. Strahlung registriert, oh. Das sollte ja nicht unbedingt das Problem sein. Ich habe doch jetzt so einen Anzug. Mal gucken. Ich habe ja jetzt den Strahlenschutzanzug. Passiert denn irgendwas oder halte ich das aus? Ich scheine das auszuhalten. Die Frage ist natürlich, wo kommt diese Strahlung her? Und warum ist sie jetzt plötzlich erst da? Oh, Leute, ey. Oh. Wir können ja gleich erstmal vorsichtig mit der Kamera vorfahren. Ist doch schon mal eine gute Idee zur Aurora. Uns eben ein bisschen umschauen. Was ist das? Metallschrott. Nehmen wir auch mit, komm. Wenn wir schon dabei sind, fahren wir noch ein bisschen rum. Stocken eben kurz unseren Wasservorrat wieder auf, solange es dunkel ist. Und gehen dann morgen schöner Dinge in Richtung Aurora. So, hier noch. Alter, ich werde jetzt nur noch Angst haben, ne? Ist euch klar, oder? Ach, du bist das alte Schwede. Guck mal, da ist ja so ein Ding dran geklebt. Und das hat offensichtlich den Fisch abgelenkt. Au, scheiße. Okay, aber es schafft mich trotzdem noch zu hauen. Okay. Also er ist zwar abgelenkt, aber nicht so abgelenkt, dass er mir nicht einen mitgeben kann, ne? Also, okay.
man muss sich das ja auch mal beobachten hier, was hier so passiert, ne? Okidoki. Man müsste irgendwie den Food-Prozess ein bisschen automatisieren. Ich vermute mal, jetzt wo wir ja auch quasi etwas länger tauchen können, noch länger, weil wir dieses Tauschding haben, da kommst du her. Ja, ich tue euch nichts, ne? Ihr könnt mal entspannt bleiben. Ich sammle hier nur die Wasserfische ein, sonst mache ich hier gar nichts. Oh, kommst du woher? Na komm, schwimmen wir nicht weg, doch. Ich denke nur an weiße Voraussicht, ne? Wird schon mal wieder ein bisschen Wasserzeug eingesammelt. Guck mal, wie lange wir jetzt unter Wasser bleiben können. Das läuft ganz gut eigentlich, muss man echt sagen. Mal wieder auffüllen. Na, Aurora? Bald. Wird doch schon langsam wieder ein bisschen heller. Gefühlt zumindest. Das ist die gefühlte Helligkeit, ne? Die ist schon ein bisschen vorhanden. Hi. Wir bräuchten auch so einen Food Dispenser. Genauso wie hier die Medikits nach und nach entstehen, brauchen wir das gleiche für Essen. So, die Sonne geht auf. Wunderschön sieht das Unterwasser aus. Wir machen uns zurück. Ich mache eben schnell das ganze Wasser fertig, pack das wieder in unseren Wasserschrank. Und dann würde ich sagen, einfach mal hin zur Aurora, oder? Einfach mal machen. Was soll schief gehen, oder? Was soll denn schief gehen? Kann doch nichts schief gehen. Vielleicht tauchen ein paar Aliens auf. Also es wird Zeit, dass wir ein Gewehr bekommen. Und uns den Predators, die jetzt auf der Suche nach uns sind, natürlich dann auch entgegensetzen können. Alter Falter, die Überlegung, ey. Stell mal vor. Jo, danke. Stell mal vor, du bist hier ganz entspannt, ahnst nix und dann kommt einfach irgend so ein Alien in deine Basis hier rein. Es ist keine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wohl. Jetzt haben wir die ganze Zeit diese Angst im Nacken, ja? Herrlich. Herrlich. Oh, gönn dir mal. Immer rein da. Na komm, da geht doch noch was an Wasser. Da muss doch noch was gehen. So, hat sich aber doch... Warte. Und einmal Titan aus dem Schrott. Den wollen wir auch nicht mit uns rumführen. Sehr schön, dann bringen wir weg Titan. Dann hauen wir uns... Warte. Oh, scheiße, Mann. Hauen wir uns eben einmal Wasser rein. Und nochmal. Okay, zwei nehmen wir mit. Den Rest packen wir wieder hier rein. Das hat sich doch schon wieder gelohnt. Es dauert zum Glück nicht so lange, muss man ja echt sagen. Das geht ja wirklich klar. Dann medikitisieren wir uns eben noch einmal. Oh ne, warte. Das war falsch rum. Benutzen. Okay. Ist unser Spind vielleicht schon fertig? Ne. Na egal, wir werden es auch so schaffen. Im Notfall hauen wir halt einfach ab. So, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Die Aurora ist in diese Richtung. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal dahin, ne? Habe ich denn meinen Strahlenschutzanzug noch an? Strahlenschutzanzug. Bleigefütterter Anzug, der vor Strahlung schützt. Okidoki, auf geht's. Strahlung registriert. Ja, ist mir egal. Wieso wird das jetzt schon wieder dunkel? Ach, weil hier echt tatsächlich gerade irgendwas vor die Sonne eiert. Es wird nur kurzfristig dunkel. Wahnsinn. Lass uns auch ruhig tief bleiben, dass wir auch mal gucken, was da so ist. Im Boden. Vielleicht finden wir ja noch was Wichtiges. Hier zum Beispiel so. Was haben wir da? Oh. Ich habe keine Batterie mehr dabei. Fällt mir gerade auch so auf. Kann ich da was... Jo, Seegleiterfragment. Okay. Schrott nehmen wir jetzt mal nicht mit. Davon werden wir noch genug finden. Das hingegen sieht sehr interessant aus. Einmal kurz nach oben.
Mal schauen, was wir hier so finden. Aber man kriegt schon so ein bisschen Damage, habe ich das Gefühl. Oder kommt mir das nur so vor? Aber mein Herzgedönse geht runter. Wir sollten vielleicht doch nochmal abhauen. Oder ich nehme ein paar Bandages mit. Ja, lass uns nochmal abhauen. Ich werde mir ein paar Bandages machen. Denn offensichtlich kriegt man da doch ein bisschen was rauf durch die Strahlung. Man überlebt das nicht endlos. Oh. Aber ist ja kein Problem. Wir brauchen ein bisschen Fasergewebe. Dann machen wir uns einfach 10, 12 von den Dingern. Alter Falter. Ist gut. Jetzt kann die Strahlung aber langsam mal auch aufhören, weil es wird kritisch bei uns mit dem Hals. Okay. Das hat ja schon mal nicht so gut funktioniert mit unserem kleinen Ausflug in Richtung Aurora. So, dann wollen wir doch erstmal ein bisschen Medikits verbrauchen. Okay, hier geht es uns schon mal besser. Und wenn ich das richtig gesehen habe, können wir mit Fasergewebe uns selber welche bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal schauen, ob das auch wirklich klappt, wenn es so einfach ist, ne? Medikit. Behandelt Anwendung zum Blutungsstillen und Wunden zu sterilisieren. Das scheint tatsächlich stumpf, die Dinger zu sein, weil dann nehmen wir doch einfach ein paar Medikits mit, dann können wir ja länger aushalten. Ich weiß zwar nicht, ob das der Sinn der Sache sein soll, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, aber ey, who knows? Knallen wir halt mal unser Fasergewebe wieder durch, ne? So. Ja, Tatsache, das klappt. Okay, wenn wir jetzt nochmal so eine Fasergewebaktion quasi ankommen, machen wir noch ein paar Medikits fertig. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, dann hauen wir uns echt einmal ordentlich Medikits rein. Da. Medikits, Medikits. Zack. Da geht nämlich dann ein bisschen was. Komm, auf geht's. Ist zwar jetzt wieder ein bisschen langweilig, aber man muss sich halt für so eine Exkursion auch mal vorbereiten, ne? Das hilft ja auch nichts. Das Blöde ist, dann ist gleich wieder Nacht. Oder wir fahren halt echt mal mit dem Gleiter dahin. Titan, wo geht's denn hier runter? Ich sehe da schon wieder diesen Fisch. So, ich habe einen Tipp von dem Hasen bekommen. Mit dem Seegleiter abhauen. Dann läuft die Kiste. Und er hat natürlich recht. Natürlich hat er recht. Einfach mit dem Seegleiter davon moven. Läuft die Kiste. Ich weiß jetzt nicht, warum ich gerade mal durch diese Höhle durcheier, aber ich hatte irgendwie Lust drauf. Okidoki. Natürlich immer weiterhin so ein bisschen die Luft im Auge behalten. Aber bis jetzt sieht das ja ganz gut aus. Läuft ja perfekt, ey. Einfach durcheiern. Ist das schon wieder so weit, Hahn? Warte mal. Jo. Jo, ist so gut. So, meine Lieben, ihr hört den Hahn kriegen. Ihr wisst, was das bedeutet.
Wir machen dann an dieser Stelle hier einen ganz kurzen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.